Hallo zusammen, zurück bei Diablo 3. Hier sind wieder Mr. Fleck und die Ninja. Ja, du hast gesagt, der Golem soll am Anfang der Aufnahme nicht hopsen, ne? Nee, weil was ist denn das für eine Matschepampe? Ja, dann wisch das jetzt bitte mal auf. Igitt. Da, Schlons, guck mal, Igitt. Schlonze. So, Schlonze. ich hol mal die Aufgabe Wenn ab ich hier. diese Macht nur kontrollieren könnte, hätte ich ihn retten können. Gebt euch nicht die Ja, mit Schuld. Onkel Deckard war Magda ja was, ist ne? diejenige, die für Kains Tod büßen Was wird. heißt er war was? Der ist tot. Magda und Mit dem Belial, war ihr was, habe ich Meister. gesagt, ja. Der ist hinüber. Das Tagebuch spricht von einem Engel, der Hin aus und den Himmeln über? stürzt, während der Schatten sich aus dem Abgrund erhebt. Der Fremde ist der Schlüssel zu all dem. Mensch, Engel oder Gott, wir müssen ihn finden und sein Gedächtnis wiederherstellen. Als meine Macht mich überkam, konnte ich kurz Magdas Gedanken lesen. Sie ist in das Hochland geflüchtet. Ihr könnt es durch die Höhlen nördlich von Wortham erreichen. Ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass sie euch erwarten wird. Ich fürchte sie nicht. Na dann, ab hinter Magda her! Betrete die Höhlen von Aranei oberhalb von Wortham. So, kommst du mit? Oder Ja, muss ich alleine warte gehen? mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Wir haben jetzt so lange nicht gespielt, 2 Tage. Wie ging denn das nochmal? Achso, so habe ich meine Skelette erstellt. Ne, Monster erstellt, glaube ich, ne? Und was habt ihr jetzt Das kann ich nicht tun. Naja, so mit den ganzen Tasten hier. Dreieck, Viereck, Ich weiß X. nicht mehr, wie das geht. Okay, egal. Wir legen los. Rinder. Hau mal nicht da da. die armen Dorfbewohner nicht. Ja. Da müssen wir hin. Ja, da dann. reisen wir hin. Guck mal, da sind wir. Ja, hier sind wir richtig. Die Frage hier, Bücherregal. Ah ja, okay. Hast du gerade die Bank kaputt gemacht? Ja, ich kann Kannst auch nicht das ganze Mobiliar hier. Ich kann auf Distanz Bücherregale zerkloppen. So, warte mal, wo geht's denn lang? Ja, da wo ich hin wollte, gerade nicht. Wahrscheinlich doch da, wo du lang wolltest. Guck mal hier, ja, ja, da ist da was. Geht's raus. Wortham. Da brennt's in der Hütte übrigens. Wortham. Wir sind in Gotham City. Nee, Wortham. Gotham ist was anderes. Guck mal, dein Kobold hat gerade was aufgehoben. Ja, irgendeiner hatte das gesagt, ne? Ja. Dass die Kobolde was aufnehmen. Ja, das war nicht irgendwer. Das war der Swoop. Richtig. Hat uns noch andere Tipps gegeben. Danke dafür. Ich probiere das jetzt einfach mal. Hier, er hat gesagt, Steuerkreuz ich gehe rechts in die und Stadt zurück. Wir können in die Stadt zurück. Ups, das wollte ich doch gar nicht. Ja, dann sag ich mal Tschüss. was funktioniert? Gucke mal. War eine schöne Aufnahme. Nein, 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 wir gehen jetzt da wieder zurück. So. Ich habe nur ausprobiert, Du hättest wie das übrigens durch geht. Das Townportal wieder zurückgehen können. Ach, echt? Ja. Dann geht es da automatisch so auch wieder dahin zurück, wo ich vorher war? Richtig. Das hättest du mir auch vorher sagen können. Na, du hast ja so schnell geklickt, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Aber guck mal, wie schnell wir wieder hier sind. Ja, aber jetzt kommen wir gleich an unserem Ups. Townportal vorbei. Pass auf. Achtung, wo ist es? Ups. Eigentlich sollte es hier sein, hätte ich gedacht. Du meinst, die bleiben dann sonst da? Ja, eigentlich bleiben die, aber irgendwie auch nicht, keine Ahnung. Aber wie gesagt, es ist Steuerkreuz rechts. Ja, jetzt nicht nochmal. Warum nicht? So. Was ist das hier? Das ist, keine Ahnung, irgendwas mit spinnenbedecktes, waberndes Zeugs. Wer klopft? Dein hier? Golem hat die alle zerhauen. Jetzt ja, sind irgendwelche Spinnen hier. Guck mal da. Aber die spinnen dich. Ich sauge ihnen das Leben aus. Das kann ich nicht tun. Auf jeden Fall tun die mir weh. Guck mal, ich kann. Ach nee, das war falsch. Warte mal, wie hat man denn hier nochmal. Also für mich waren Was die gerade echt ungünstig, ne? Echt, die haben dir wehgetan? Ja, ich war gerade halb leer. Echt, bei mir tun die nichts. Ih, das war eine Bläh. Hau ab, du Fido. Geh ich bin weg noch nicht da. So weit. Aber die sind eigentlich schnell hinüber. Was speichert er denn da? Na, ich denke mal, da kommt gleich was da Größeres. Hast du, da hast du die Mehr so Spinnen. Eine Spinnen. Guck mal, Goli geht jetzt. Nee, auf die Eier geht er nicht los. Ist aber ein bisschen. Ne, die waren jetzt nicht im Weg wahrscheinlich. Oh, das ist eine große. Töte sie. Guck mal, du musst dir einfach nur. Nicht genug Geisteskraft. Aussaugen. Ich kann das nicht. Du willst diese grüne Pampe aussaugen? Na, Prost Mahlzeit. Naja, Leben ist Leben. Ich weiß noch nicht, welche Skills ich habe. Was ist denn das für ein Zombie? Sprich den mal an, der ist lustig.
Wieso muss ich ihn denn anquatschen? Meine Königin singt in meinen Ohren. Ihre Musik erschallt aus dem Jenseits. Oh ja. Alles klar? Super. Warum haust du den? Ich mach das nicht, das ist mein Golem. Der hat. Na, ich meine den ja auch. Jetzt hast du den nochmal angequatscht, kann das sein? Mein Golem hat. Magst du eigentlich Spinnen, sag mal? Ich hab jetzt nichts gegen sie, so. Keine Fliegenklatschen im Moment. Ich benötige Nein, Essenz. Spinnen sind okay. Danke. Spinnen sind nützlich. Oh, guck mal, ein Epic. Da ist ein Epic. Ein Gürtel. Nimm dir den mal. Kannst du dir mal angucken, ob der gut ist für dich. Gucken wir mal. Fertigkeiten. Habe ich da was Neues eigentlich? Nee. Gürtel. Geht auf jeden Fall alles hoch. Na, da du einen grauen trägst, ist der auf jeden Fall besser. Was hat denn der für Werte? Was steht da drauf? 24 plus Geschicklichkeit, 29 plus Vitalität, 51 plus Leben pro Sekunde, 9% Gold von Monster. Ich würde mal sagen, ist ein seltener Gürtel. Da da Geschicklichkeit drauf ist, ist der definitiv für dich. Guck mal, noch so eine olle Spinne. Mir fehlt Essenz. Mir fehlt übrigens Essenz. Mir fehlt schon wieder an allem. Guck mal, das ist eine kleine Spinne, aber die tut mir nichts. Na, wenn du kleine Spinnen magst, wie sieht es mit mittelgroßen Spinnen aus? So, du meinst ja so Vogelspinnengröße oder noch kleiner? Ja, so Vogelspinnen ist schon, na, die sind ja schon ein bisschen größer, Vogelspinnen, oder? Naja, aber damit denen kann man so schön kuscheln. Kuscheln? Ja, die anderen, die zerdrückst du ja beim Kuscheln. Ich weiß nicht, ob eine Vogelspinne, aber eine Vogelspinne ist dafür ekliger, wenn du die zerdrückst. Dann quillt da das schleimige Innereien und... Die sind so schön haarig. Sag mal, wo müssen wir... Kommen jetzt noch ein paar Spinnen zum Besuch, komm. Ach, schmeiß mal ein paar Glocken auf die Spinne. Ja, schmeiß mal Glocken drauf. Bin dann. Hast du da noch was? Ich hab irgendwas gefunden, ja, aber wiederverwendbare Teile stand da. Ach, wir können die ollen Eiersäcke hier platzen lassen, aber... Ist das eine Beleidigung, wenn man sagt Eiersack? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, wir sind hier falsch. Ja, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, das kommt immer darauf an, wie man das auffasst, oder? Wir gehen ja jetzt hier in eine Spinnenhöhle. Ja, da sind wir schon drin, würde ich sagen. So, geht's hier. Was glaubst du, erwartest uns am Ende der Spinnenhöhle? Wo bin ich denn hier? Ach so, ich habe gerade geguckt, wo du langläufst. Das ist das alte Problem. Also ich bin blau, Hicks, und du bist grün. Nee, gelb. Gold oder sowas. Aber nicht blau. Grün meine ich. Krass, mal ein paar Viecher hier. Ich auch. Hau die mal. Hau die mal platt. Reicht das eigentlich, wenn ich da mit dem Fuß rauflatsche? Ne, die sind etwas größer, die Spinnen. Zieh ich mir halt größere Schuhe an. Sag mal, wo sind denn wir hier? So ein paar dicke High Heels, die sind immer gut. Geht's hier runter? Ja, kann ich ja auch mal machen. Der machen wir. Die helfen auf jeden Fall bei den Spinnen. Kannst du aufspießen. So, da kommen noch mehr. Oh. Nein. Diese Kreatur Nein. wird Nein. Ja. Ich du hast eine was Leiche. Dagegen, dass wir die kaputt machen, oder Nein. was? Nein. Das war hart, Necki. Ja, das ist eine Jungspinne. Aufseher. Der hat was fallen lassen, den Streitkolben. Nee, ich weiß nicht, ob ich einen Streitkolben brauche. Willst du nicht streiten? Ja, nicht mit dem Kolben. Schulterschützer. Die lassen alle was fallen hier, die größeren Viecher. Na, warte mal, bis der Boss kommt. Oh, jetzt hab ich dir verraten. Ich wollte ja gerade den Golem zerhauen. Nee, mach das nicht. Sonst hopst der. Lass den mal. Der hat er eigentlich ein Gesicht? Guck ihn dir mal genau an. Das ist etwas. Wollen wir ihm einen Namen geben? Achso, schon. Dachte ich. Gerhard? Gerhard. Gerald. Nee, Gerhard. Ah, nee, Gerald bist du ja. Gerald bin ich. Gerhard, nee, das ist verwirrend, Gerhard und Gerald. Du bist ja auch Elite, ne? Komm mal mit hier. Ach nee, ja, ach, du bist ja schon da. Ich bin da. Ich hab schon wieder falsch geguckt. Ich hab nebenbei hier eine Spinne erledigt. Ups. Was halt auf dich du, geguckt. Ich bin? Ich hab grad auf dich geguckt. Ich guck immer nur auf dich. Ja. Oh mein Gott, ach, die lassen sich hier nur so runter. Nee, du hast dich inspirieren lassen vom Valentinstag. Ja, naja, ist ja noch nicht lang her. Wirkt nach. Oh, da ist was gedroppt. Ja, Schulterschützer, kannst du dir mal mitnehmen. Ich bin ja ein Kind der 90er, ne? Die sind damals alle mit Schulterpolster rumgelaufen, ob Mann, ob Frau. Was, in den 90ern?
nicht so, naja. Das war doch in den 80ern. Ja, 80er, 90er, alles dasselbe. Was war das? Weiß ich nicht. Ein Langschwert. Das kann ich nicht tun. Ich hab die mal alle. So, ich habe jetzt auch die nächste Frage geklärt von Swoopy, ne? Was hat er denn? Er hat gemeint, beim PC ist das ja so, wenn man diese Tasten lange gedrückt hält, dann schauen die einfach weiter. Ich habe ja immer fleißig hier X die ganze Zeit hintereinander weggedrückt. Ich kann es doch gedrückt halten. Geh aus diesem Gedöns da raus. Ich hau ihn jetzt hier. Ich bin noch nicht wieder bereit. Aber da kommen diese Strahlen, die sind ungesund. Da ist Zeugs. Zum Glück werden die immer angezeigt. Ich sehe die immer ja nicht. Das heißt, du kannst übrigens X gedrückt lassen und dann haut er immer weiter, ne? Ich mach das sowieso. Warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Na, weil du siehst Viecher. Das ist ja eine doofe Ausrede. Ich dachte, du weißt das schon. Nö. Ich hab das noch nicht ausprobiert, sagen wir mal so. Jetzt probiere ich es aus und es funktioniert. Ich hasse immer lauter Viecher, so. Ein Massaker hier, Rachsucht. Bist du rachsüchtig? Hängt davon ab, wenn man mir gar übles tut, ja. Was bin ich denn hier eigentlich gerade? Ich habe so keine Ahnung. Ich glaube, ich bin gerade aufgestiegen, oder? Was ist gerade passiert? Ich würde gerne wissen, wo ich gerade bin. Ach, da inmitten so einer Spinne. Diese konnte ich mir nicht sehen. Die haben so einen Zwingel. Nein. Nächste Mal lasse ich einfach nur eine Glocke fallen, wenn ich nicht weiß, wo ich bin. Ich muss sagen, ich habe überhaupt keinen Sinn. Das geht nicht ohne Leiche. Nein, hier kommen lauter Spinnen und wir müssen sie umbringen. Nein. Nein, doch. Meine Schritte werden ausgreifender. Was ist jetzt passiert? Du bist gebeamt worden. 112. Hier ist eine Kiste. Ja, mach nicht. Das ist eine verfluchte. Als ich letzte Mal aufgedrückt habe, kamen lauter Spinnen raus. Ja, aber dann, dafür sind auch Loot drinne. Komm, wir krapschen das an. Das ist verschlossen. Warum geht das nicht? Sie kann erst geöffnet werden, wenn der Fluch aufgehoben wurde. Und wann ist der aufgehoben? Irgendwo. Was steht da unten? Ja, kann nur geöffnet werden, wenn der Fluch aufgehoben wurde. Wann ist denn der aufgehoben? Ja, das steht da nicht, logischerweise. Also eigentlich passiert das, wenn man alles umgebracht hat. Naja, aber wahrscheinlich ist das noch nicht der Fall. Komm mal hier unten hin. Voilà. So beamst du dich mal wieder zurück. Hier muss noch irgendwo ein Viech sein. Na, egal, okay. Kann auch sein, dass es verbuggt ist. Da ist eins. Das war es jetzt nämlich. So, jetzt müsste sie. Naja, ich bin aufgestiegen. Jetzt müsste sie angrabspar sein. Ja, jetzt ist sie blau. Da was Tolles? Gurt, Schulterpolster, drittes Auge. Ich nehme das mal alles mit, wa? Ich guck mal kurz in mein Inventar. Ja, ja? Dann mach das mal. Habe ich da irgendwas prallet? 53? Nein, nein, nein. Was ist da? Oh, guck mal. Das ist ja nur ein Gürtel umbinden. Ach, guck mal. Unidentifiziert. Identifiziert den? Im Viereck. Das ist nämlich der, den du auch aufgenommen hast. Nur ist nee, da steht Goldträger. Das ist, glaube ich, ein ganz. Ach so, den ich auch bekommen habe jetzt gerade, meinst du? Ja, ja. Und ist das wieder geteilt, würde ich sagen. Ja, hoppala, was ist jetzt passiert? Du bist gerade durchs Inventar gehopst. Beziehungsweise durch die Gruppe da oben. Ich guck mal kurz, ist das Ding besser? Nee, ne? Glaubensüberschuss und. Was ist das? Ne, brauchen wir auch nicht. Was ist das? 17. Unterarmschienen. Brauchen wir auch nichts Besseres. Eine erschreckende Krone. Das ist alles sehr erschreckend hier. Ist das gut? Naja, ich würde sagen, die Pfeile gingen alle nach oben. Das ist alles verwirrend hier. Was ist denn das da? Schulterschützer. Ich würde mal sagen, wir nehmen die, oder? Okay, den Rest lassen wir. Und jetzt gucke ich nochmal bei meinen Fähigkeiten, weil ich bin auch aufgestiegen. Da oben. Da sind gerade deine Flügel im Weg mal wieder. Ja. Was steht da? Lies mal vor, da unten. Zermürbende Berührung. Jeder Treffer von Kadaverlanze macht eure Gegner mürbe und erhöht ihre Chance, kritische Treffer zu erleiden. Dann ermürben wir sie mal. Zermürben? Und dann hast du noch so ein Sternchen da an deinem linken Flügel, also von dem Viech aus links. Da. Was steht da? Nicht zugewiesen. Belegt den Zielbereich mit einem Fluch.
Erfolgreiche Angriffe gegen verfluchte Gegner. Bla bla bla. Jetzt warst du zu schnell. Das wollen wir nicht. Okay, ich bin fertig. Kann weitergehen. Halt, mein Bester. Das geht so nicht. Tja, ist als Schutz auf jeden Fall, glaube ich, besser. Gucken wir mal. Vitalität. Naja, das andere bessern wir halt mit was anderem auf noch. Das war hier drittes Auge. Also da sind ein paar Sachen definitiv besser. Ja, würde ich auch sagen. Da wollte ich doch erst darauf drücken. Duster-Zorn. Champion-Fertigkeit. Seher-Treue. Wahrsager-Schleier. Wahrsagender Schleier, Entschuldigung. Sieht mir mal einen Schleier auf. Oh, der sieht ja bekloppt aus. Ist doch hübsch. Verschleierungsverbot. Was haben wir noch? Da hat die schon wieder ihre blöden Flügel davor. Ich werde irre. Die sind irgendwie kontraproduktiv. Die sind lästig. Die sind nur hübsch, aber lästig sind sie trotzdem. Aber so können wir die Figuren manchmal besser auseinanderhalten im Spiel. Button Spaten? Wir sollten damit begraben. Der ist aber nicht besser, oder? Naja, du gehst auf jeden Fall nach oben, ne, Alet? Der Todesschnitter ist nicht so viel besser. Ich glaube, ich behalte, was ich da in der Hand habe. Du darfst behalten, was du tötest. Na, welcher Film? Riddick. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Was? Wir gucken Riddick. So, da... Da ist auch was besser geworden. Erhöht die Heilwirkung von Odem des Himmels. Das ist schön, da kann ich uns besser gesund machen. Reißender Wind. Meistens, wenn man Kohl gegessen hat. Immer diese Flachwitze. Na, was überlegst du? Was ich davon nehme. Probieren wir mal das Zeug hier. Kann man ja immer noch mal rückgängig machen. Mantra der Vergeltung erhöht den Schaden, der Angreifern zugefügt wird. Probieren wir das auch mal. So, ich würde sagen, geht weiter. Attacke, wo müssen wir hin? Naja, hier würde ich sagen, oder? Oder nicht? Ich würde sagen, oder nee, da geht's nicht weiter. Was macht er denn? Da war ein Viech. Achso. Wo geht's denn jetzt weiter? Ich würde sagen, hier unten. Folge mir. Oder hier sind wir hergekommen, oder? Naja, ich bin gerade auch nicht ganz sicher mehr. Dann hier. Da kommt eine große Spinne. Das geht nicht ohne Leiche. Das geht nicht ohne Leiche. Dann würde ich sagen, geht's hier weiter. Hier. Wo ist denn? Ach. Die habe ich gar nicht gesehen. Was? Hast du nicht gesehen, die Spinne? Ja. Hier geht's aber auch nicht weiter, das war's hier. Hier oben nicht? Nee, guck mal auf die Karte unten. Unten siehst du doch, wo wir sind. Nee, da geht's auch nicht weiter. Nee, wir sind hier ist aber falsch. So ein Weg. Ja, aber der hört doch da auf. Ach ja, stimmt. Jetzt sehe ich's auch. So, wir müssen da, wenn wir ins Dings gucken, hier auf die Karte, müssen wir dahin, wo es grau ist. Also da, wo ich jetzt hinlaufe. Das Kraut. Da, hier zum Beispiel. Guck mal da. Jetzt kommen hier noch mehr. Falsch, ich glaube, hier drin. Wie hast du gemacht? Hast du gerade selbst umgebracht? Das wird nichts. Geht das eigentlich? Das wird nichts. Nee, ja, der Totenbeschwörer kann das in der Tat.
Und zwar gibt es Zaubersprüche, mit denen opfert er einen Teil seines Lebens. Insofern ja, ich kann mich selber umbringen, wenn ich möchte. Wie ungünstig. Ja, besonders wenn man Hardcore spielt. Ich hätte ein Hardcore spielen müssen. Ein Tod. Nein, dann wäre ich ja schon längst hinüber. Stimmt. Müsste ich ganz alleine spielen. Genau. So. Dafür brauche ich eine frische Leiche. Ich brauche eine frische Leiche. Ich glaube, wir müssen hier unten lang. Ja, ich wollte da noch was abholen, aber gut. Warum teleportet mich das Spiel in der Gegend herum? Da, weil ich zu weit weg war, dass du wieder in der Nähe bist von mir. Du kannst mich doch nicht allein lassen. Vor allem bei der ganzen Spinnen, ne? Na, kann ich dich nicht alleine lassen. Das wird nichts. Ich brauche eine Leiche. Da sind ganz viele. Also ich weiß nicht, wie viel du noch willst. Haben wir sie jetzt alle? Da ist hier Döns. Also dafür, dass hier Spinnen sind, hältst du dich eigentlich ganz gut. Du, ich hab nichts gegen Spinnen. Das war's schon wieder, ja nicht. Das warst du. Hier, also, hier wird's lang gehen. Ja, das sieht gut aus. Folge mir into the light. Meine Herren, da, hat kennst mich du den? Ist der von vorne? Kommt näher und spürt ihre liebevolle Umarmung. Naja, er quatscht auf jeden Fall so komisch. Es war klar, dass das kein gutes Ende nimmt. Was ist denn bitte? Da Spinnen. Ah, da kommen wir noch mehr. Das geht Nein. nicht ohne Leiche. Das Quatsch dir selbst ins Wort. Das geht nicht ohne Leiche. So, dann stelle ich dir mal die dicke Mama Kammer vor. Kammer, ja? Von Königin Arane. Darfst mal raten, wie die aussieht. Na, wahrscheinlich groß. Bitte helft mir. Es ist schrecklich. Sie soll die sein, oder was? Nein. Aus dem Körper. Oh nein, nein! Es ist zu spät, ich kann sie hören! Die Spinnenkönigin kommt! Spinnenkönigin? Tada! Oh, ich will die nicht haben, könnt ihr die mal ein Bild finden? Ich würge sie! Hey, die hol dir ab! Das ist eine feige Nuss, eigentlich können wir auf eine Stufe schwerer stellen. Da ist er! Nee, das sind andere. Ihre kleinen Freunde. Die schickt erstmal ihre kleinen Brüder vor. Schattenleberin. Guck mal, mein Goli tankt sie. So, Zauber habe ich hoch. Ist eigentlich lächerlich, die Gute. Was ist die denn jetzt? Da ist er. Ja, nee, ist wieder ein anderer. Die dampft immer ab und dann holt sie ihre kleinen Brüder. Das ist unmöglich. Sie genau auf mir gelandet gerade. Wie finde ich denn das? Naja, ist ja gleich nicht die Guteste. So, ganz viel. Und das teilen wir uns jetzt wieder. Bitte beeilt euch. Wenn ich noch eine Sekunde länger hier hängen bleibe, werde ich noch verrückt. Befreie sie. Doch, keine Ahnung wie. Giftlache. Genau, du musst halt Giftzeug anpolken und ihr dann über den Kopf kippen. So. Hab Dank. Können wir diesen schrecklichen Ort bitte verlassen? Das ist ja eine alte Zippe. Ja, so kleine Bitch. Wir haben ihr gerade geholfen und die meckert hier rum, die Zicke. Was ist das für eine Ausdrucksweise? Und jetzt beeilt sich noch nicht mal. Guck mal, wie die schleicht. Es war schrecklich, dort festzustecken. Den Wie Göttern sei Dank, Carina. Dass ihr gekommen seid. Was macht ihr hier draußen? Ich suche einen Mann, der Waldspaziergang entführt wurde. Der Zirkel? Ich habe gesehen, wie sie jemanden in Leoriks Anwesen hineinzerrten. Vielleicht könnte es der Mann gewesen sein, nach dem ihr sucht. Weißt du, was ich festgestellt habe bei deinem Mikro? Es könnte sich für euch allerdings als schwierig erweisen, dorthin zu gelangen. Was, du kannst Nüsse futtern und keiner hört's? Nee, im Gegenteil, man hört es bei deinem Mikro sehr gut. Ich dreh mich mal weg, Leute, ihr müsst es nicht hören. Na, wenn ich jetzt hier Nüsse esse. Weißt du, hat man dir nicht beigebracht, mit Vollmond spricht man nicht?
ja, beigebracht war, hat man das schon versucht, aber lecker, so mit so einem Gewürzüberzug. Oh, lecker. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, das sind echt leckere Erdnüsse. Mit Gewürzüberzug. Mit Honig. Ih, Honig? Du magst doch Honig. Ja, aber auf Nüsse? Wir sind jetzt hier fertig, oder? Ja. Warte mal, kommen wir nochmal zurück hier. Dann würde ich nämlich auch sagen... Ich glaube, Uschi hatte noch was für uns. Nee, hat sie nicht. Vergesst, ich hab mich vertan. Quest dem Zirkel folgen, aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Die Zeit ist nämlich leider um. Na dann sag doch einfach mal Tschüssi, auf in die Nüsse. Bis dann. Will ich auch noch ein paar davon haben.